Ein neuer Tag und heute gehen wir mit Alan in den Busch. Mal gucken, was wir da so erleben. Er zeigt uns mal ein bisschen die Wildnis. Ronja holt noch ihr Käppi. Da hat sie irgendwo verloren. Wir sind auf jeden Fall ausgerüstet mit Gummistiefel. Da hinten kommt meine Frau. Das sieht ja sehr elegant aus. Wir haben uns vorbereitet, wir haben nämlich die Amazon-Serie Seven vs. Wild gesehen, war ja auch in Kanada und ja, jetzt erleben wir das auch ein Stück weit. Ich könnte das nie, ich bin ja da echt ein kleiner Schisshase und auch kein naturverbundener Boy, aber Ronja meinte, dass sie da mal Bock hätte im Wald nachts zu pennen. Ich glaube, ich könnte das leider nicht. Wir nehmen euch jetzt mal mit, mal gucken, was wir so erleben. Gut, dass Ronja so lang ist, echt. Oh. Oh, thank you for making a way. With the snow machine you go this path. I go up here to cut wood. Wow. Also er geht hier auch sogar diesen Weg mit der Schneemaschine lang. Mega, deswegen hat er diesen Weg freigemacht, damit er Holz hacken gehen kann. Beziehungsweise Bäume fällen. That's the same sound when I was in the hospital. And I could watch operations and oh. Dann stell mal den Baum wieder dahin, wo er hingehört, Schatz. Kannst du ihn mal kurz wieder reinstellen in die Erde? Hier haben wir mal eine neue Geschäftsidee, weil Bäume haben anscheinend auch Warzen. Und auch die brauchen Wartner. Zuerst dachten wir, es wäre vielleicht so ein Bienennest. Aber nee, es ist einfach eine Baumwarze. Also ich glaube, wir sind nicht mal 15 Minuten unterwegs und ich bin schon nass unter den Achseln. Puh. Elegant gelöst, Schatz. Okay, also leider sind hier immer mal wieder viele Baumstämme runtergefallen, die den Weg irgendwie versperren. Das müssen die dann auf jeden Fall alles wegräumen, bevor die hier mit den Schneemaschinen langfahren können. Es ist dann noch Arbeit. Okay, leider kommen wir nicht bis zum See durch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt leider zurück, weil die Wege sind zu zersperrt. Viele Bäume sind tot und durch den Wind umgefallen und es würde zu viel Arbeit machen. Ich glaube, er fährt hier teilweise sogar mit einem kleinen Bagger rein, um das irgendwie alles frei zu machen. Genau, aber es war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Wir gehen jetzt zurück. Ja, wir können ja noch mal so tun, als ob wir richtig durch den Dschungel gegangen sind und uns noch ein bisschen das Gesicht dreckig machen. But it's not a jungle though. In the jungle. Und da sind wir schon wieder am Bach. Da sind wir wieder an unserem See. Jetzt sind wir noch mal auf einen kleinen Abstecher bei den Nachbarn, aber hier sieht es tatsächlich ganz anders aus. Das Camp ist ziemlich runtergekommen. Hier wird leider nicht mehr viel gemacht. Man kann eigentlich alles abreißen und niederbrennen. Aber wenn man das Grundstück hier kauft, hat er gesagt, hat es ungefähr einen Wert von 60.000 Euro umgerechnet.
Aber man muss natürlich noch viel reinstecken, wenn man dann ein neues Haus baut. Jetzt gucken wir uns nochmal seine tollen Fahrzeuge an. Also hier hat er tatsächlich einen kleinen Bagger. Damit fährt er dann auch manchmal in den Busch und den benutzt er, um den Weg frei zu machen. Hier ist auch ein kleines Fahrzeug, damit kann er dann immer viel transportieren von A nach B. Hier ist auch noch etwas sehr Interessantes und zwar ein kleines Haus zum Fischen. Ihr seht, dass hier so eine Schlitten drunter sind und den ziehen sie dann im Winter, wenn der See komplett gefroren ist, aufs Eis und dann machen sie in der Hütte ein kleines Loch und dann können sie von dem Loch aus Eis angeln. Und das ist ein Ofen, damit man halt genau nicht im Winter, wenn man hier sitzt. Ah ja, da machen sie dann ein kleines Loch ins Eis und dann kann man sich auf den Hocker setzen und fischen. Und sein Sohn hat hier sogar aus dem Fenster Hamburger ausverkauft. Und dann gab es einen McDrive sozusagen auf dem Eis. Oh, jetzt sind wir durchgeschwitzt und wir gehen noch mal ein bisschen spazieren, aber so langsam haben wir Probleme mit den Moskitos. Aber das hat sich gelohnt, noch mal diese Aussicht hier zu sehen. Der letzte Tag ist angebrochen hier beim Camp. Eigentlich wollten wir heute ganz ruhig machen und dann abreisen, aber jetzt müssen wir uns doch ein bisschen beeilen, weil es kommt noch ein großes Gewitter auf uns zu. Sieht noch nicht danach aus, aber es soll richtig doll schütten, donnern. Und wir wollen natürlich nicht auf dem Boot sein, wenn wir hier abreisen und dann der Regen kommt. Deswegen müssen wir uns jetzt schnell beeilen und wir fahren gleich weg. Wir sind ein bisschen traurig, ne Mama? Ja, ich bin richtig traurig. Ja. Das war super schön, top. Hatten die beste Zeit hier und ja, wir sagen goodbye, wir wollen wiederkommen, sind richtig dankbar und jetzt geht's gleich wieder zurück. Say goodbye. I don't wanna go. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Letzter Tag ist leider schon angebrochen hier in Kanada. Die Zeit ging super schnell rum. Oh, da kommt was. Aber wir nutzen die Zeit. Wir drehen jetzt nämlich nochmal eine kleine Runde. Ich habe schon meine super coole Sonnenbrille aufgesetzt. Selbstverständlich darf die Lady zuerst fahren. Lady first. So. Here we go. See you. Wir drehen noch eine kleine Runde und ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt zum Flughafen. Es geht nämlich leider zurück. Okay. Ich fahre mal los. Da sind wir auch schon angekommen am Flughafen. Yes. Wir hatten einen mega Urlaub. Wir sind happy. Jetzt geht es wieder zurück nach Europa, leider. Ja. Aber wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, wir hatten eine super Zeit. Richtig toll. Richtig mega. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.